Oh shit. Was ist mit Knossi los? Ich bin Kokosnussproof. Also Kokosnussproof bist du damit noch lange nicht. Ja, das, es ist besser als nichts, aber der Helm braucht hier drin noch eine Federung. Ansonsten tut die Kokosnuss halt nur ein bisschen weniger weh. Ja, das ist der Hobbybiologe, oder? Was ich schon gefunden habe, ist Folgendes. Den Bücherskorpion da, den er auf seinen Fuß rauf tätowiert hat. Du bist cool, Junge. Das Problem ist, wenn ich jetzt meine Prioritäten nicht richtig setze, dann werde ich nachher drunter leiden. Das heißt, eigentlich jetzt Dryback öffnen, Feuerstahl raus, Feuer machen, beziehungsweise erstmal Feuerholz sammeln, Zunder sammeln. Zunder liegt hier genügend rum. Also ich würde hier tatsächlich die Priorität jetzt nicht auf Feuer machen setzen, sondern eher auf das Bauen eines Unterschlupfes, weil wir sind hier ja im Regenwald oder im Dschungel und da kann es jeden Moment anfangen zu regnen. Und wenn es dich dann einregnet und alles nass ist, dann kannst du das Feuer halt auch nicht so leicht anzünden. Ne? Wäre jetzt meine Vorgehensweise. Ich weiß nicht, wie sie es beigebracht bekommen haben. Vielleicht liege ich auch falsch. Schau mal, was die Sabrina macht. Ja, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht empfehlenswert. Von dem Bach raus trinken sollte man auch hier in Europa nicht machen. Und insbesondere an solchen Orten sollte man das nicht machen. Ja, weil du musst dir vorstellen, vielleicht hat da ein paar Meter weiter hinten ein Tier in den Bach gekotet und das merkst du hier geschmacklich am Wasser nicht mehr. Und vielleicht hatte dieses Tier Parasiten. Also viele Parasiten haben komplexe Entwicklungszyklen. Die befinden sich dann meistens im Verdauungstrakt von ihrem Wirt. Dort legen sie dann ihre Eier ab und diese Eier gelangen mit dem Kot in die Umwelt. Und die Eier werden eben genau auf diese Art und Weise dann wiederum von einem anderen Wirt aufgenommen. Also so verbreiten sich ganz, ganz viele Parasiten. Und aufgrund dessen, dass wir hier in der Nähe des Äquators sind, ist hier auch die Artenvielfalt wesentlich höher als hier in unseren Breitengraden. Ja. Es kann halt da auch sein, dass du dir vielleicht irgendeinen Parasiten einfängst, den du überhaupt noch nicht mal kennst oder den die Menschheit noch gar nicht kennt. Und viele Parasiten verursachen keine unmittelbaren Symptome. Ja, es gibt Einzeller, die nicht sich dann erstmal irgendwo im Körper ein und dann bleiben sie erstmal eine Zeit lang inaktiv und erst nach einiger Zeit werden sie aktiv und verursachen dann ein Krankheitsbild. Und das kann Wochen bis Monate bis sogar Jahre später erst der Fall sein. Ohne Wasserfilter trinke ich nicht hier raus. Süßwasser, Mangroven, Krokodil. Man weiß, hier ist ein riesen Salzwasserkrokodil unterwegs. Es sind wenige. Salzwasserkrokodile sind die größten Reptilien der Welt. Hier ist mit Sicherheit kein Salzwasserkrokodil unterwegs. Das Salzwasserkrokodil ist eine eigene Krokodilart und zwar Crocodylus porosus. Und das Salzwasserkrokodil ist im Norden von Australien verbreitet und auf diesen Inseln zwischen Australien und Südostasien, aber nicht in Mittelamerika. Da kann ich einfach jetzt nicht mehr am Boden pennen. Ich bin hier anscheinend. Mangrovengebiet, ja, das könnten überall hier Krokodile sein. Das ist eine sehr, sehr kluge Entscheidung vom Sascha. Ich würde auch überhaupt nicht empfehlen, hier auf dieser Insel am Boden zu schlafen in solchen Mangrovengebieten. Erstmal einen Stein reinschmeißen und schauen, ob er was rausbeißt. Die warten unter der Wasseroberfläche und wusch, kommen die raus. Die merken sich übrigens auch, wo du das letzte Mal Wasser geholt hast. Also auf keinen Fall zweimal an der gleichen Stelle Wasser holen. Absolut richtig, die merken sich, wo man Wasser holt. Nicht an derselben Stelle Wasser holen. Allerdings einen Stein in das Wasser zu werfen, bringt nur selten irgendetwas. Ja? Weil die Tiere häufig sogar den Unterschied erkennen, ist das jetzt ein Stein, der hier hereinfällt oder ist es halt wirklich potenzielle Beute. Also du kannst zum Beispiel so 60 cm tiefes Gewässer haben, alles trüb, wo du keinen Zentimeter weit siehst und dort kann ein riesiges Krokodil drinnen lauern. Und wenn du jetzt mit so einem Holzstock hineinstocherst, macht das Krokodil überhaupt keinen Murks. Aber wenn du dann so eine fette Keule von einem Reh oder einem Schaf oder was nimmst, also wenn du einfach ein großes Stück Fleisch nimmst und das haust du dann dort rein, dann schnappt das Krokodil sofort zu. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass da kein Krokodil drinnen ist, bloß weil ich jetzt einen Stein reingeworfen habe und dann nichts passiert. Mit dem ist nicht zu spaßen. Ja, wir haben eine super Rettungskette, aber Süßwasserkrokodil, das beißt dir rein, macht eine Todesrolle ein paar Mal, deine Gliedmaßen sind ab oder sie zieht dich sofort ins Meer oder ins Wasser. Bevor sie dich essen, fressen die übrigens vorher Steine, ja, damit die im Magen sind und dich besser zermalen können.
Absolut richtig, das ist ziemlich cool. Das machen übrigens nicht nur Krokodile, sondern auch viele Vogelarten. Und diese Steine, die sie fressen, für die Interessierten da draußen, die bezeichnet man auch als Gastrolithen. Achtung! Auch hierbei, ja, so ein Gewässer hier, da sollte man nicht raustrinken, Freunde, das ist nicht gut. Mir fällt dazu Stichwort Negleria fauleri ein, die gehirnfressende Amöbe. Wir haben hier einen toten Igelfisch. Ja. Eigentlich giftig. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn sie tot sind. Der Igelfisch ist mit den Kugelfischen verwandt und tatsächlich gibt es einige Arten von Igelfischen, die wie die Kugelfische dieses Tetrodotoxin beinhalten. Und dieses Tetrodotoxin ist natürlich sehr wirksam. Das ist ein Nervengift, das zu einer Lähmung der Muskulatur führt und das lähmt dann das Zwerchfell und du kannst dann nicht mehr atmen und erstickst. Wie das jetzt mit dem Tetrodotoxin hier ist, ja, ob da noch irgendwie Tetrodotoxin vorhanden ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie stabil Tetrodotoxin ist, wenn es einfach nur so in der Gegend rumliegt. Aber vielleicht haben wir irgendwo in den Kommentaren einen Chemiker unter uns, der da vielleicht das in den Kommentaren beantworten kann. Aber hier ist halt so schön geschützt, aber ich finde irgendwie nicht die geeigneten Bäume. Obwohl, die beiden hier. Oh nee. Oh mein Gott, das ist der Todesapfel. Oh, das ist der Paradiesapfel. Schnell wieder weg. Das ist der Paradiesapfel. No joke. Isst du den, bist du tot. Regnet's da oben drauf und du kriegst das Wasser ab und es hat die Rinde oder die Äpfel berührt, ätzt es dir durch die Haut. Wir gehen wieder runter. Den nennt man auch Todesapfel. Ich hätte einfach die Hängematte, ich hätte es einfach da aufgehangen. Du bist sofort tot, wenn du diese Frucht isst, bist du sofort tot. Wenn du die Rinde berührst, frisst sie sich in deine Haut. Glaubst du nicht? Gurgel. Wenn du den Baum mit einem Messer oder einer Machete anritzt, tritt aus der Rinde dieser giftige Milchsaft aus. Diesen Saft kannst du sammeln und auf Pfeilspitzen auftragen. Dann wartest du, bis es eingetrocknet ist und wiederholst den Vorgang noch ein paar Mal. Und auf diese Weise kannst du dann deine eigenen Giftpfeile herstellen. Ich hab wirklich diesen Apfelbaum hier. Bist du deppert? Wir gehen wieder runter. Dieser Baum, der gilt als die giftigste Pflanze der Welt, ist jetzt hier gestanden. Ja. Ich glaube, das kann man nicht so ohne weiteres sagen, weil Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Gifte. Also das kann man auch bei den Tieren nicht sagen. Genau das ist jetzt das giftigste Tier und bei Pflanzen kann man es auch nicht sagen. Bei Pflanzen ist die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter, weil da der Giftgehalt und so weiter und die Zusammensetzung auch von Standort zu Standort variiert. Aber ich würde definitiv das so unterschreiben, dass dieser Todesapfel, wie man ihn auch nennt, definitiv zumindest zu den giftigsten Pflanzen der Welt gehört. Jetzt ist es nun so, wenn, das hat der Knossi hier vollkommen richtig beschrieben, ja, wenn du jetzt da drunter stehst und es regnet, dann kann dieser Baum so diesen milchigen Saft absondern. Ja, der gehört zur Gruppe der Wolfsmilchgewächse. Es gibt auch Wolfsmilchgewächse hier in Europa, wie zum Beispiel diese Zypressenwolfsmilch. Auch die ist giftig und auch die sollte man nicht essen. Und wenn du jetzt mit diesem Saft von diesem Baum in Berührung kommst, dann hat das der Knossi gerade beschrieben, dann ätzt sich das durch die Haut durch. Also das ist jetzt nicht so wie das Blut von Aliens oder von Xenomorph, das einfach so dein ganzes Gewebe auflöst, aber es führt schon zu relativ heftigen Hautirritationen. Wenn du jetzt diese Frucht isst, dann bist du nicht sofort tot. Also du bekommst erstmal ordentlich Erbrechen, du bekommst Durchfall, du bekommst ziemlich heftige Bauchschmerzen, dein ganzer Verdauungstrakt entzündet sich und vielleicht bekommst du auch innere Blutungen und dann stirbst du. Aber auch nur vielleicht. Also man kann tatsächlich die Vergiftung durch so eine Pflanze auch überleben. Letzten Endes ist es immer so, dass die Dosis das Gift macht. Ja, wenn du jetzt einen ganzen Korb von diesen Äpfeln isst, naja, dann gute Nacht. Aber wenn du nur so ein kleines winziges Stück zu dir nimmst, dann wird es dir wahrscheinlich relativ schlecht gehen, aber du würdest es überleben. Als mögliches Gegenmittel, um einer Vergiftung durch einen Todesapfel entgegenzuwirken, kannst du entweder die Wurzeln von einer Pflanze namens Maranta arundinacea verwenden oder auch die Samen von einer anderen Pflanze und zwar von Fevillea cordifolia. Inwiefern diese beiden Pflanzen jetzt letzten Endes dann wirklich effektiv die Vergiftung behandeln oder beseitigen können, kann ich hier mit Gewissheit leider nicht sagen.
Ja, aber da sieht man mal, wie wichtig es ist, dass man sich informiert, bevor man in den Dschungel geht, weil das hätte wirklich nicht gut ausgehen können für Knossi, wenn er diesen Baum nicht rechtzeitig erkannt hätte. Tja, meine Freunde, und wenn ihr mehr zu den ganzen Lebewesen auf Seven vs. Wild lernen wollt, schaut euch gerne die Playlist an, die ich für euch zusammengestellt habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.